Jesus sagte zu den Jüngern: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus: Für den Gesalbten Gottes. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus Lukas 9, Vers 20. Was sagen die Leute über mich? Das ist die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, nicht aus Unsicherheit heraus. So, ne, du liest die Kommentare unter deinen Insta-Posts, um zu gucken, was die Leute über dich denken, daraus deinen Wert abzuleiten. Nein, das ist nicht der Punkt bei Jesus. Er war sich seines Werts und seiner Identität gewiss. Aber in der Begegnung mit Jesus kommt alles darauf an, dass wir verstehen, wer er ist, dass wir erkennen, wer er ist. Es gibt so viele Ideen, Jesus als Revolutionär, Jesus als ethisches Vorbild, Jesus als buddhistischer Weisheitslehrer, was auch immer. Und Jesus ist nicht so ein Steinbruch, wo jeder sich was rausbröckeln kann, sondern er ist gekommen mit einem klaren Profil und mit einem klaren Auftrag. Und er möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Und Petrus hat hier einen lichten Moment. Und ja, Jesus sagt hinterher, ja, das hast du dir nicht selber ausgedacht. Das hat Gott dir, das hat mein Vater dir geoffenbart. Dass du erkannt hast, ich bin der Gesalbte, ich bin der Messias, der Christus, der von Gott gesandt ist, der letztlich, das hat Lukas, hat Petrus zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht verstanden, ich bin letztlich Gott selbst, der zu euch kommt. Jesus will dir begegnen und er will dir auch, ja, er will dich auch herausfordern mit dieser Frage: Was denkst du, wer ich bin? Wer bin ich für dich? Als wen hast du mich kennengelernt? Und er freut sich über unser Bekenntnis. Er freut sich aber auch, wenn du mit Unsicherheiten, mit offenen Fragen zu ihm kommst. Es gibt diesen Blindgeborenen, den Jesus heilt in Johannes 9, und hinterher trifft er ihn wieder und fragt ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Und der sagt: Ja, wer ist denn das, damit ich dann an ihn glauben kann? Und ja, er hat noch nicht die Klarheit darüber. Er hat buchstäblich Jesus noch nie gesehen. Und als er Jesus dann besser kennenlernt, glaubt er an ihn. Also du bist eingeladen zur Begegnung mit Jesus. Er lebt und er will dir begegnen, er will dir seine Liebe schenken, er will dir auch mit seiner Wahrheit begegnen. Und er will dir schenken, dass du erkennst, wer er ist, der Gesalbte Gottes, so wie Petrus das sagt. Jesus, wir bekennen dich als den Herrn, als den Christus, als den, der uns mit seiner Liebe beschenkt. Wir danken dir, dass du dich aufgemacht hast zu uns, damit wir dir begegnen können und damit wir dich erkennen können. Und durch dich, den Vater. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.